Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update, zu einem neuen Krypto-Update auf dem Kanal. Es ist der 28.05.2018 und wir schauen uns heute mal an, wie tief der Bitcoin jetzt noch fallen könnte, wie es momentan aussieht und wie diese kritische Lage in etwa zu bewerten ist. Ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Davor noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe, den Link dazu findet ihr in den Kommentaren und auch ein kurzer Hinweis zu unserer 3K zu 30.000 Dollar Krypto-Challenge. Ich werde die Kommentare bis morgen noch offen lassen und morgen werde ich die Kommentare auslosen, um eben zu sehen, welche zwei Coins sich noch ins Portfolio gesellen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt los mit der Analyse. Wir sind jetzt hier am Bitfinex Daily Chart und schaffen uns mal einen generellen Überblick über die Lage, auch auf die kritischen Punkte, die ich im letzten Video genannt habe. Und ich würde sagen, wir ziehen uns dazu mal die Fibonacci Retracements, um eben in etwa abzuschätzen, wo wir denn gerade ungefähr sind. Man sieht es auch ganz gut, wir supporten jetzt gerade noch bei der 0,786 Fib-Ratio. Sind jetzt hier gebounced vor zwei, drei Tagen, sind wir von den 0,786 gebounced und jetzt geht es direkt wieder runter. Wir hatten gestern eine Art Doji Candlestick. Ein Doji Candlestick spricht für Unentschlossenheit am Markt. Das ist ein Candlestick, der einfach einen sehr, sehr dünnen Körper hat und eben zwei dünne Striche sozusagen auf Deutsch um sich herum. Das heißt, es gab weder einen Vorteil für die Bären, noch einen Vorteil für die Bullen. Er hat extrem wenig Volumen und dementsprechend auch einen Seitwärtstrend über den ganzen Tag, wo dann eben am Daily Chart so ein Doji Candlestick resultiert. Die Frage ist jetzt, wie weit geht es nach unten? Es war schon extrem bearish für uns, dass wir die 0,618 Golden Pocket Ratio durchbrochen haben und wir hangeln jetzt wirklich bei der 0,786 Ratio hier rum, was wirklich sehr bearish für mich ist, dass wir so gut wie keine Bounce schaffen. Wir hatten es zwar einmal ganz kurz hier, aber es scheint, als wäre der Druck, also der Verkaufsdruck, die Sell Pressure wäre gleich wie zuvor eigentlich. Also ich sehe wirklich noch kein Umkehr des Trends. Was vielleicht noch ein wenig positiv zu bewerten ist, ist, dass das Volumen so gut wie gegen Null geht mittlerweile. Und wenn das Volumen gegen Null geht, ist es oft so bei einem Downtrend, wenn wirklich immer weniger Volumen wird, es gibt immer weniger Interesse zu kaufen und zu verkaufen, da kann es wirklich passieren, dass man oft aus dem Nichts bounced, aber es ist jetzt kein safer Indikator dafür, auf keinen Fall. Was wir noch sagen können, der RSI wird immer niedriger, also der RSI geht wirklich mittlerweile in den Bereich rein, wo er wirklich unter 30 geht. Und ihr wisst, historisch gesehen, unter 30 gab es nur so in einer Periode 2014, wo wir Mt. Gox hatten. Also 2014 war der Bitcoin wirklich mal ziemlich lange überverkauft, aber seit 2014 historisch gesehen so gut wie nie. Also historisch gesehen, ein überverkaufter RSI hat immer zu einem Bounce resultiert, was jetzt auch noch so ein kleiner Hoffnungsschema ist für die Bullen. Genauso wie diese Trendlinie hier. Die andere Trendlinie wurde durchbrochen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier nochmal irgendwie sagen, okay, wir haben hier zwei Touches und hier vielleicht den dritten Touch jetzt mittlerweile, könnten wir hier sagen, okay, wenn wir hier runterkommen noch, dass wir vielleicht hier noch Support eben formen. Das wäre dann in diesem Bereich hier unten ungefähr bei den 7,1k. Das heißt, dass wir hier noch Support hätten aufgrund eben dieser zwei Punkte hier. Das wäre einmal hier dieser Punkt hier und einmal dieser Punkt hier. Das heißt, wir hätten hier, Touch und hoffentlich hier den dritten Touch und wir bouncen hier weg. Also so bullische Zeichen haben wir jetzt, extrem niedrigen RSI. Wir haben das bullische Zeichen eben, dass wir vielleicht noch diesen Support halten. Und wir haben das bullische Zeichen, dass immer weniger werdende Volumen. Aber wir haben genauso viel bearische Zeichen. Also für mich ist momentan komplette No-Trade-Zone. Man kann vielleicht auf Price Action Train, also auf den niedrigen Timeframes, wenn man sieht, okay, wir sind jetzt hier, wir haben hier zwei Swing Highs und wir haben hier zwei Swing Lows und wir sehen, dass hier diese Support halte, diese Resistance halte. Kann man irgendwie probieren, zwischen diesen Swings zu trainen, aber Swing Train auf großer Basis, also auf dem Daily Chart, würde ich momentan nicht machen, weil ich jetzt einfach darauf achte, ob wir die 0,786 Ratio durchbrechen oder eben diese Trendlinie. Davor bin ich immer noch neutral eingestellt, also wenn wir drunter brechen, bin ich bearish und wenn wir nicht signifikant nach oben ausbrechen, was wirklich mal über 7,6k wäre, bis dahin bin ich auch neutral Richtung bullish, also bullish ab 7,6k und bearish eben unter dieser Trendlinie. Was ich euch heute eben noch zeigen möchte, ist eben die Dow Theory. Ich habe die Dow Theory schon ziemlich oft ja gesehen in diversen Büchern, also wenn ihr Bücher über die Finanzmärkte, Aktienmärkte gelesen habt, dann kommt mit Sicherheit ganz am Anfang immer die Dow Theory. Und ich möchte die Dow Theory einfach heute auch auf den Bitcoin mal ein wenig anwenden, weil eben die wenigsten, glaube ich, wissen, was die Dow Theory ist. Wir haben bei der Dow Theory ganz am Anfang die Akkumulierungsphase. Das ist die Accumulation Phase auf Englisch betrachtet. Und das ist im Prinzip die Phase, wo die Smart Money langsam mitkriegt, okay, da gibt es Geld zu machen, okay,
Wir spekulieren darauf, dass der Bitcoin in Zukunft mehr wird und wir beginnen langsam hier unsere Positionen zu vergrößern, um eben hier in den Markt einzusteigen. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Bereich vielleicht, wo der Bitcoin um 1K zu haben war. Also hier war schon 2,8K. Wahrscheinlich ist die Accumulation Phase auch eher ein wenig weiter links gewesen, sagen wir mal so. Aber damit wir jetzt schön ein Bild haben, lassen wir es jetzt so. Das ist die Phase, wo wirklich die Leute mit viel Geld und die Leute mit viel Erfahrung in den Markt gehen und sagen, wir akkumulieren jetzt langsam mal unsere Positionen. Sorry. Das heißt, sie kaufen laufend ein, nicht alles auf einmal, weil logischerweise, wenn die wirklich Millionen in den Markt investieren, würde der Spike viel zu heftig sein, viel zu viele Leute würden wieder verkaufen. Das heißt, sie kaufen langsam jeden Dip ein und akkumulieren so ihre Positionen. Das ist immer so der Schritt 1, das ist die Akkumulierungsphase. Nach der Akkumulierungsphase kommt dann die Public Participation. Das ist dann die Phase, wo Leute beginnen, über Bitcoin zu reden, über das Asset zu reden, also über den Stock zu reden, in dem Fall über Bitcoin zu reden, wo ihnen die Leute dann sagen, hey, der Bitcoin ist jetzt von $1,000 auf $5,000 gegangen, schau dir das mal an. Das ist jetzt nicht die Phase, wo wirklich Leute einsteigen, die überhaupt keine Ahnung haben, die steigen dann wirklich erst hier oben ein, aber das ist so eine Phase, wo die Smart Money schon langsam beginnt, ihre Positionen ein wenig abzustoßen, das sieht man auch ein wenig hier. Das heißt, sie akkumulieren auch langsam, aber noch nicht komplett, laufend nach oben, würde ich sagen, weil die eben ziemlich viel Geld eben investiert haben bei einem niedrigen Preis und jetzt eben schon massive Gewinne fahren. Das heißt, wenn die Public Participation beginnt, dann beginnt die Smart Money auch langsam Positionen abzustoßen, aber natürlich noch nicht so heftig wie in diesen Phasen hier oben. Das war hier noch ein Tippfehler, weil nach der Public Participation Phase kommt die Access Phase. Diese Phase ist jetzt nicht in allen Lehrbüchern, glaube ich, abgedruckt. Also ich habe auch Bücher gelesen, wo ich von dieser Phase noch nie was gelesen habe. Im Prinzip kenne ich dann nur die Distribution Phase, aber auf diese Phase gehen wir jetzt auch ein. Nachdem eben dieser Hype irgendwie komplett außer Kontrolle gerät und nachdem es langsam eine bubbleartige Struktur annimmt, beginnt die Smart Money wirklich stark ihre Positionen zu verkaufen und die gibt ihre Positionen dann sozusagen an die Pigs weiter. Pigs liest man oft in vielen Lehrbüchern, sozusagen Schweine, natürlich kein ziemlich ja, netter Ausdruck, aber die Smart Money gibt ihre Positionen dann in diesem Bereich hier oben an die Pigs weiter. Das sind Leute, die keine Ahnung haben vom Asset, die keine Ahnung haben vom Stock Market, vom Bitcoin in dem Fall, die einfach nur sehen, okay, der Preis ging auf 20.000, lass mal den rein investieren, weil der geht bald vielleicht auf 50.000 und das sind dann die Leute, die wirklich stark darunter leiden, weil hier eben die Smart Money beginnt, ihre Positionen abzustoßen und auch in diesem Bereich, in dieser Access-Phase, die dann hier beginnt circa, wir diesen Dump hatten und dann eben diese starken Dumps, wo dann eben damit begonnen wird, die akkumulierten Positionen langsam abzustoßen, langsam aber sicher, vielleicht von hier oben bis hier rauf, aber hier ist dann wirklich der Punkt, wo eben die Smart Money beginnt, ihre Positionen komplett abzustoßen. Und dann haben wir noch die Distribution Phase. Die Distribution Phase und die Access Phase, die gehen eigentlich Hand in Hand, also in manchen Büchern liest man nur von der Distribution Phase, aber man könnte hier nochmal unterteilen, das ist dann wirklich die Phase, wo man sagen könnte, okay, wenn es jetzt noch Whales gibt oder Smart Money Leute, die eben noch in dem Markt sind, die werden dann auch langsam hier dann aussteigen, das heißt, wie ihr seht, akkumuliert verkaufen, hier haben wir einen starken Drop, dann nochmal ein kurzer Bounce, kurzer Drop, kurzer Bounce und dann eben akkumuliert verkaufen. Und in der Distribution Phase, da wechseln auch viele Accumulation Phase Buyer, also die hier unten gekauft haben, wechseln dann auch in Short Positionen. Das heißt, sie geben sich nicht nur zufrieden, dass sie starken Gewinn gemacht haben mit ihrer Position, sie wechseln auch in Short Positionen, um eben noch mehr Geld rauszumachen und shorten mal bestimmt bis hier nach unten. Also das war wirklich die stärkste Phase des Downtrends, die wir hier gesehen haben, die auch mittlerweile ein wenig gebrochen ist. Einfach aus dem Grund, seit wir diese stärkste Phase nach unten haben, beendet haben, sehen wir ja wirklich mehr seitwärts eigentlich. Wenn wir das hier als ja, Rechteck irgendwie einzeichnen, dann ist das nicht mehr so ein starker Downtrend. Wir haben zwar hier diese Tops, die noch nach unten gehen, aber es ist schon mehr seitwärts als dieser starke Downtrend von hier oben. Und da ist jetzt eben die Phase, beginnt jetzt hier schon wieder diese Phase oder ist das immer noch die Distribution Phase und es geht noch weiter nach unten? Das ist jetzt die große Frage. Ihr müsst euch da immer irgendwie hineinversetzen, was machen Leute mit viel Geld? Leute mit viel Geld, die kaufen nicht alles auf einmal, weil es den Preis viel zu sehr nach oben spiken lassen würde. Viel zu sehr. Die akkumulieren. Und ich bin mir auch sicher, dass in diesem Bereich sehr viel akkumuliert haben bei den 5,8K und auch in diesem Bereich bei diesen 6K. Weil all diese Spikes, die wir hier sehen, das sind Leute, die eben hier stark akkumulieren und die sellen natürlich auch wieder. Wenn ihr hier
5.000 oder keine Ahnung, 50.000 Bitcoins kaufen, die wissen natürlich auch wieder, wo sie verkaufen, weil die wissen auch, okay, sie wollen nochmal günstig nachkaufen. Das sind dann diese Swings, die wir sehen, weil die akkumulieren Bitcoin, machen Sellwalls, Fake Sellwalls, verkaufen Bitcoin, kaufen wieder ein, akkumulieren wieder. Dann haben wir dieses Auf und Ab, diese Akkumulierungsphase. Die Frage ist jetzt nur, will dieses Smart Money den Preis noch tiefer sehen oder war der Preis von 5,8K bis 8K wirklich ein guter Einstiegspreis für sie? Das ist jetzt die starke Frage, weil wenn sie ihn tiefer sehen wollen, dann geht es natürlich noch weiter mit dem Sellen und wir könnten uns vielleicht auch ein Szenario in diesem Bereich vorstellen. Aber ich halte das Szenario noch für ziemlich abwegig, einfach aus dem Grund, weil es ein starker Angriff wäre auf das Krypto-Ökosystem und es würde wahrscheinlich sehr viel Vertrauen rauben an andere Investoren und die, also die Smart Money muss die Bitcoins ja auch immer mal wieder verkaufen. Und wenn die den Preis zu sehr nach unten pushen und auch dieses Risiko eingehen, dass dann irgendwie das Mining nicht mehr wert ist und eben das Krypto-Ökosystem zu sehr angegriffen wird, dann wird es auch schwierig, den Preis wieder in diese Höhen zu treiben. Weil das geht nur, wenn wirklich wieder jeder teilnimmt und wenn wieder jeder den Hype mitnimmt, weil allein schaffen sie das auch nicht. Frage ist jetzt, sind wir noch in der Accumulation Phase, sind wir in der Distribution Phase? Ich hoffe stark darauf, dass wir in der Accumulation Phase sind. Es sieht irgendwie alles danach aus, einfach aus dem Grund, wir hatten jetzt hier diesen starken Downtrend. Ich gehe hier davon aus, dass die größten Short-Positionen hier geclosed wurden. Also die sind wirklich von hier bis nach oben hier heruntergeradet worden. Wir hatten dann immer diese Spikes nach oben, also hier haben Leute stark eingekauft, hier haben Leute auch stark eingekauft. Wir können also auch davon ausgehen, dass Leute wieder stark einkaufen werden, sollten wir in diesem Bereich sein. Also sollte jetzt wirklich hier TA-technisch alles brechen, sollten wir immer noch davon ausgehen, dass dieser Bereich hier unten ein starker Einkaufsbereich ist in dem Bereich von 6K. Also wenn wir wirklich jetzt wieder von 6K stark wegbouncen, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass der Preis dann noch tiefer gehen wird, weil dann einfach hier schwarz auf weiß ist, dass das die Akkumulierungsphase ist, dass hier viele Leute Bitcoins akkumulieren und dass eben Leute eben auf fundamental große Nachrichten hoffen, dass es dann eben hier weiter nach oben geht. Das heißt jetzt nicht, dass der Cycle so kurz sein muss, auf keinen Fall, also nicht irgendwie sagen, okay, Bitcoin dieses Jahr 20.000, muss überhaupt nicht sein, also 2018 ist ziemlich seitwärts Jahr für mich, eher bearish seitwärts, kann natürlich sein, dass wir gute Nachrichten bekommen und natürlich noch höher pushen, aber es kann auch einfach so weitergehen. Das heißt, die Accumulation Phase geht in diesem Schritt weiter. Whales kaufen hier, stoßen wieder ein wenig ab, damit eben die Masse wieder mitgeht, akkumulieren hier unten und genau zu der Phase, wo dann die Leute beginnen zu sagen, ah, Bitcoin ist vielleicht doch ein falsches Investment, wo die Leute deprimiert werden, wo die Leute pessimistisch werden, wo die Leute eben sagen, ja, sie verlassen den Markt, genau das ist der Zeitpunkt, wo diese Leute zuschlagen, weil es war auch genauso in dieser Zeit, wo hier zugeschlagen wurde. Also das war auch die Phase, wo niemand gesagt hat, Bitcoin geht auf 20.000. Und hier akkumulieren sie halt auch wieder stark. Die Frage ist jetzt halt nur, ob sie vielleicht noch weiter unten akkumulieren wollen oder ob es das schon gewesen ist. Und ich würde sagen, das reicht erstmal fürs heutige Daily Update. Wir haben jetzt ein wenig über die DAO-Theorie gesprochen. Schreibt mir mal eure in die Kommentare in die Meinung, was ihr zu diesen Theorien haltet. Theorien haben auf alle Fälle schon ewig lang Anwendung auf dem Finanzmarkt. Und ja, bis dahin, schaut auf den Chart, wirklich, wenn wir 7200 brechen oder 7100 in dem Fall nach unten, dann geht es wahrscheinlich relativ schnell zu den 7100 ist gerade noch diese Trendline. Nach oben gesehen muss ein Bounce passieren, aus dem nichts, weil bullische Zeichen habe ich momentan nur den RSI eigentlich und eben, dass diese Trendline noch hält. Wenn der Bounce kommt, will ich mindestens 7600 als Confirmation und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video, euer Technical Crypto.